Servus und willkommen zu diesem dritten und auch letzten Übungsvideo zum Thema Flächeninhalte. Wir haben hier eine Figur vor uns, von der wir den Flächeninhalt berechnen sollen. Bei so einer Figur ist es ganz wichtig, dass wir die Figur zerlegen in Vierecke oder Dreiecke, von denen wir den Flächeninhalt ganz einfach berechnen können. Und da müssen wir ganz besonders darauf achten, was gegeben ist. Ich würde mal unten rechts anfangen, da erkenne ich ein Deltoid. Für das Deltoid brauchen wir ja E mal F halbe, das heißt die beiden Diagonalen, und die habe ich gegeben, also die Diagonale weiß ich, die ist 12 lang, das ist F, und diese Diagonale, da weiß ich, die ist 9 plus 10 lang, somit kann ich von dem Deltoid schon mal den Flächeninhalt berechnen. So. Was sehe ich noch, wenn ich da jetzt diese Verbindung mache, dann habe ich da ein rechtwinkeliges Dreieck. Von diesem rechtwinkeligen Dreieck, um da den Flächeninhalt berechnen zu können, brauche ich die beiden Katheten. Die Hypotenuse ist ja die Seite gegenüber vom rechten Winkel, die brauche ich nicht, ich brauche die anderen beiden Seiten. Das heißt einmal die hier, da weiß ich, wie lang die ist, nämlich 9 plus 10, also 19. Und dann brauche ich noch diese Länge, weiß ich, wie lang die ist, ja, das weiß ich. Bis daher ist sie 4 lang und dann habe ich diese Länge, bis diese Länge ist 12 lang, das heißt, das bis daher ist genau die Hälfte, also 6 lang. Somit wird die 10 lang sein. Da haben wir gesagt, das ist 19 lang. Da schreibe ich vielleicht auch 19 und 12, das ist nur einfach für mich als Hilfe. Jetzt ist es gar nicht mehr so schwer, das weiter zu berechnen, weil jetzt kann ich da noch eine Unterteilung machen. Das ist ja ein Rechteck, da brauche ich Länge und Breite, da weiß ich, das ist 8 lang. Jetzt muss ich noch überlegen, wie lang ist dieses Stück? Naja, ich weiß, dass das Ganze 35 ist. Und ich weiß, dass dieser Teil hier 19 ist. Wenn das Ganze 35 ist und der untere Teil ist 19 lang, ja, das ist 19, dann bleiben noch 16 übrig für diese Seite. Und somit kann ich den Flächeninhalt von dem oberen Rechteck berechnen. Das untere Rechteck hat dann die Seitenlänge 19 einmal, das wissen wir schon. Jetzt brauche ich aber noch die Länge von dem Rechteck, also die hier. Und diese Länge ist ja einmal 8 und einmal 20, das heißt insgesamt 28 lang. Und jetzt habe ich, glaube ich, meine Figur komplett zerlegt. Sehr gut, das heißt, ich nenne dieses Deltoid A1, das rechtwinkelige Dreieck A2, dieses Rechteck nenne ich A3 und dann fehlt noch das Rechteck oben, das ist dann A4. Die muss ich jetzt noch berechnen. A1 ist ja ein ganz einfaches Deltoid. 19 mal 12, also E mal F halbe. Dann A2 ist ein rechtwinkeliges Dreieck mit den Kathetenlängen 19 mal 10. Weil es ein rechtwinkeliges Dreieck ist, muss ich das Ganze noch halbieren. Und dann kommt das erste Rechteck, das große A3, wo ich einfach nur Länge mal Breite rechnen muss, also 19 mal 28. Und dann fehlt mir noch als letzten Schritt der vierte Flächeninhalt von dem kleinen Rechteck oben. Das sind 16 mal 8. So, jetzt geht es ans Ausrechnen. Vorher noch, falls ihr eine andere Unterteilung habt, ist es auch nicht schlimm. Es sollte trotzdem dann das gleiche Endergebnis rauskommen,
nämlich dieses hier. Falls ihr mehr Figuren habt, also kein Problem, falls ihr es anders unterteilt habt, kein Problem. Macht es euch nur nicht zu kompliziert, immer so einfach wie möglich halten. So, jetzt kürze ich da mal, dann bleibt ein 6er übrig, da kürze ich auch, da bleibt ein 5er übrig. Jetzt geht es ans Ausmultiplizieren, 19 mal 6, 60 plus 54 sind 114 Quadratmeter. 19 mal 5, also 50 mal 45 sind 95 Quadratmeter. 19 mal 28, 20 mal 28 wären 560. Das heißt, ich ziehe von 560 noch 28 ab. Das sind dann 532 Quadratmeter. Und jetzt muss ich noch 16 mal 8 berechnen. 16 mal 10 wären 160, da muss ich 32 abziehen, sind 58, sind 28, also 128 Quadratmeter. Um jetzt den gesamten Flächeninhalt zu berechnen, also A, muss ich die einzelnen Flächeninhalte aufsummieren. Also wir kleben alles zusammen und dann bekomme ich als Endergebnis 869 Quadratmeter. Und das war's auch schon wieder mit diesem Video. Im nächsten Video geht's dann um das Prisma. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Und jetzt wie immer.